Hund und Garten. Bieten Sie Ihrem Hund doch mal eine Art Freizeitparkatmosphäre in Ihrem Garten. Wie das geht, dazu gleich mehr. Was halten Sie davon, eine kleine Ecke Ihres Gartens doch einfach nur für Ihren Hund einzurichten? Zum Beispiel mit unterschiedlich hohen Liegeflächen. Hunde liegen ja normalerweise gerne etwas erhöht. Und es sollte natürlich eine Ecke sein, in der er sich auch richtig sicher fühlt. Da sollte jetzt nicht unbedingt, also nicht direkt an der Straßenseite oder auch nicht, wo jetzt vielleicht der Nachbarshund, den er nicht ausstehen kann, direkt da dran stehen kann und ihn beobachten könnte, sondern einfach so ein kleines Refugium. Und dann können Sie auch noch unterschiedliche Untergründe beschaffen, einrichten. Zum Beispiel zum einen natürlich Gras, aber auch Sand wäre eine Möglichkeit, vielleicht Holzspäne, natürlich so, dass Ihr Hund sich auch nicht verletzen kann. Oder auch Kies. Also so lockere Untergründe, wo man zum Beispiel etwas verstecken kann. Und Hunde sind natürlich sehr schlau. Sie wissen ganz genau, dass sie vielleicht etwas bei der einen Person dürfen, bei der anderen nicht. Oder auch in unterschiedlichen Regionen, dass sie hier etwas dürfen, was sie woanders eben nicht dürfen. Insofern können sie ihrem Hund auch beibringen, dass in dieser seiner Ecke auch Buddeln erlaubt ist, wohingegen das natürlich im restlichen Garten nicht unbedingt so erwünscht ist. Aber vielleicht haben Sie da auch kein Problem und Ihr Hund darf auch Ihren Garten ein bisschen umgraben im Allgemeinen. Ja, und Sie können in diesen lockeren Untergründen eben ganz gut was verstecken, sodass er seine Nase auch noch wieder stärker beanspruchen kann und vielleicht auch mal, ich meine, das kann man natürlich auch woanders einrichten, wenn Sie Büsche, auch kleine Bäumchen mit unterschiedlich hohen Zweigen und Ästen haben, können Sie ja auch mal eine Wurst nehmen, die in Streifen schneiden und diese Streifen auf unterschiedlichen Zweigen platzieren, sodass Ihr Hund mal nicht mit der Nase auf dem Boden schnuppern muss, kann, darf, sondern auch mal in einer anderen Höhe. Das ist doch auch mal eine ganz nette Abwechslung. Und auch ein besonderer Tipp für die Hunde, die Probleme mit den Hinterläufen haben, also irgendwie im Bereich der Hüfte oder auch Knie, dann ist es ganz hilfreich, wenn er sein Gewicht so einigermaßen etwas gleichmäßiger platzieren kann. Denn der Hund, der legt sowieso 3/5 seines Gewichts, circa, kommt auch auf die Hunderasse an, auf die Vorderläufe. Und wenn dann noch hinten ein Problem ist im Bewegungsapparat, dann wird er die Vorderläufe noch viel stärker belasten. Insofern ist es natürlich dann ganz hilfreich für Ihren Hund, wenn er mal so auf Kopfeshöhe oder eben auch ein bisschen tiefer, ein bisschen höher mal auch mal was schnuppern kann und da seine Erfolgserlebnisse hat. Viel Spaß!